Mo, sorry, hallo, Grunz, Grunz, und ja, ich muss mal Goldstatuen sammeln. So, das Schwein, ja, kann Musik machen. Ja. Kann ich ein bisschen mehr? Ja, genau, das kann ich noch. Sehr schön, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Goat Simulator. Da ist ein bisschen lustig gerade. Muss ja auch sein. Sonst macht es keinen Spaß. Okay, es macht schon Spaß, ohne lustig sein. Und ja, ich bin gerade ein bisschen verwirrt, weil ich hier keine Treppe finde. Ich muss irgendwo hier eine Treppe finden. Das ist nicht oben, es ist vielleicht hier unten drunter. Nein. Okay, hier wäre ein gutes Versteck gewesen. Weil ja, es ist ein bisschen schwieriger jetzt zum Goldstatuen suchen. Also wir müssen da schon ein bisschen uns mehr anstrengen. Und manche Sachen hätte ich finden können, wenn ich jetzt nicht unbedingt so wenig mich umschauen würde, einfach so. Also, ja, was soll ich sagen? Wir haben einfach keine Zeit. Das Spiel ist zu groß und wir finden es sonst nicht. Gell? Und deshalb müssen wir da schon uns ein bisschen helfen lassen. Aber ich weiß es gar nicht. Kann ich mich hier irgendwie hochglitschen oder? Ja, auf jeden Fall. Oh, durchglitschen sogar. Nein. Wir müssen doch den Spaß noch fertig machen. Und ja, es kommt ein neues Addon. Ich kann es gleich mal kurz ein bisschen zeigen bei meinen Kollegen bei GameStar. Die bin ich schon seit ganz am Anfang. Weiß nicht, 98 war es, glaube ich, wegen Zelda und also wegen Zelda. Wegen vor allem Diablo 1 bin ich dann auf den PC gekommen, dann habe ich die Webseite entdeckt. Aber erzählte Ocarina of Time richtig damals. Und Banjo-Kazooie. So, weil ich auf der Nintendo 64 mehr gespielt habe. Also, das DLC heißt Multiverse of Nonsense. Ist mega lustig, hat eine große Map scheinbar. Mit auch so alten Fahrzeugen, mit ja, vielen neuen Tieren. Man kann sich wahrscheinlich auch in andere Tiere verwandeln und so. Ist kostenlos. Und erscheint am 19. Juni. Jo. Und ein Capybara und kein Hamster, okay. Ein Wasserschwein. So, also wir müssen die 23 holen, wir müssen die 18 holen und wir müssen die 13 noch holen. Ich glaube schon. Okay, und eines sollte eigentlich hier sein, aber ich finde es nicht. Wahrscheinlich wieder ganz oben oder so. Yay. Okay, wir glitschen nochmals da durch. Ah, wir sind oben. Also irgendwo hier hinter einer Treppe. Wieso brennt hier ein Klo? Und wieso ist da hier überhaupt ein Klo? Das ist nicht angeschlossen. Ja. Schön. Sehr schön. So, wunderbar. Ja gut, vielleicht hier. Sonst lesen wir einfach noch mal nach. Und die Stützen von der Treppe vielleicht oder so. Oder hier drin. Ah, hier drinnen. In einem grünen Container. So, der nächste ist eigentlich beim Turm und dann rechts, links. Aber ist hier nicht noch eine? Moment, ich muss mal kurz lesen. Die 18. Im Schild und Factually, Actually, das ist jetzt nicht hier. 13 im grünen Container, das haben wir. Also 23 auf einer Außentreppe im Südosten des Ziegenturms. Genau, eine Außentreppe Südosten ist diese Richtung. Außentreppe. Hä? Wie kommt man drauf, dass hier eine Goldstatue wegen ist? In einer. Ist doch diese aus. Das ist eine Außentreppe. Aber hier ist keine. Habe ich die schon und ich muss eine andere haben. Wo ist denn noch eine Außentreppe hier? Das ist Südosten. Ah, vielleicht unten drunter dort. Oder hier nicht. Hier oben, unten drunter. Bitte, bitte.
Das ist ja keine Außentreppe. Das ist auch keine Außentreppe. Das ist auch keine Außentreppe. Im Südosten. Hä? Also die 23 ist die gar nicht hier. Doch, die hier ist hier. Es ist keine Außentreppe hier. Ist das falsch gekennzeichnet? Kann auch sein. Jetzt bin ich wirklich verwirrt. Es ist keine Außentreppe hier. Ich habe ja hier schon gesucht. Wäre ich nicht gut genug? Was macht er da? Aha. Ja, ich will wieder zurück. Das war jetzt nicht so geplant. Vom Spiel auch. Hier oben. Hier ist eine Außentreppe, aber... Ja, ihr wisst es ja, es ist nicht beim Goat-Turm. Sondern eigentlich irgendwo bei einer Außentreppe, die nicht hier ist. Vielleicht vorne dem Haus von außen. Uff, das wäre es. Ich gedacht habe, ich hab gedacht, ich könnte gleich wechseln zu einem neuen Gebiet. Okay, es ist einfach ein bisschen falsch markiert. Aber ganz oben. Und man kommt nicht hin. Wenn ich wenigstens hier hochkäme, dann würde ich das noch finden alleine, aber... Ja. Okay. Das ist jetzt nicht gerade sehr fair gewesen, liebe... Ding. Ach, sag schon. Entwickler. Ja, gut genug, aber ich weiß nicht, ob man das mal auf den zweiten sehen kann. Also es war die 41, oder? Ja, weil ich habe da eine Nummer zu groß immer gesetzt. Also immer gesetzt. Ah, Parts. Ich komme echt nicht mehr raus oder so. Das ist aber kein Mensch mehr. Ah, jetzt geht's mit der Musik. Die Giraffe schafft immer alles. Ja, okay, wir haben's. Einfach wieder zum... Oh, okay, das ist ein bisschen doof, wenn das immer funktioniert. Aber es ist besser. Ja, eindeutig. Ist ja auch ein gutes Spiel. Ja, aber ich möchte gerne Glitches sein. Auch gut. Was habe ich jetzt hier geöffnet? Ist automatisch aufgegangen bei OBS. Habe ich schon die Taste gedrückt, dass ich muss öffnen. Finster. Ich glaube, die Giraffe ist einfach... Die Giraffe ist einfach zu lustig. Ist zu wackelig, ja. Hm. Krass. Hey, wir sind ganz weit weg. Wir sind ganz weit weg. Ich wollte dort und dorthin. Das Spiel ist so broken. Aber gut, mit dem DLC könnte auch wieder viel gefixt werden. Ja, ist klar. Hey! Hoppla und Laubbläser. Mann, der Laubbläser ist geil! Wieso ist es hier rot?
Irgendwo hier, hinter einem Plakat. Gut. Zu viel Krach ist auch nicht so gut. Nein. Wo ist irgendwas, was man mit dem fliegen kann? Irgendwas, was man fliegen kann? Oh, ich will aber einen Sonnenbürger. Oh, da bin ich zwar. Ja. Okay. Ja, aber wegfliegen musst du nicht. Wegen mir, wegen der dicken Bertha? Nö. Also hier hinten dran. Wer findet das? Ist ja nicht noch hier drin. Okay, ich hab mein Bild. Ich hab mein Bild. Mit diesen Schuhen auch noch. Oh, schaut, Schuhe. Irgendwas, das macht immer ein Fenster auf. Ich will keine Hotkeys, die irgendwas aufmachen. Ist ja nicht mal ein Hotkey drin. Irgendwas macht immer mein Fenster auf da drüben. Ich kann sonst nicht sehen, wie ich gut livestream, let's play. Mein Gut, ja, livestream tue ich auch immer auf twitch.ch, tv. Löscht Radio Basel. Oh. Mein Gott, das ist ein Ziegen-Simulator. Ich muss unbedingt mich kontrollieren. Ich weiß nicht, ob es dorthin ist. Weißt du, man findet nicht mal die Goat-Statuen. Man findet sie nicht mal mit Lösung. Bin ich blind, blöd und alles zusammen? Und noch dämlich? Hallo? Finde ich eine Goat-Statue oder finde ich sie nicht? Ist sie schon wieder falsch markiert? Ach, diese Giga Games können echt nichts. Nur Werbung machen können sie. Ah. Ja, aber wo? Ich frage mich wo. Das Spiel. Du nervst. Okay, das ist auch glitschig. Ja, eindeutig glitschig. Das ist so geil. So geil. So, aber jetzt hier. Da drauf! Da drinnen und drauf und drum und daneben auch. Und hinten dran. Die Giraffe schafft nichts. Ah. Wer kommt auf so etwas? Wer versteckt das? Ja, du kannst schon etwas schwer versteckt machen, aber du musst auch etwas einen Hinweis geben oder so. Ich finde der Fisch mit der Handtasche richtig süß. So ist er immer. Okay. Wie soll ich jetzt hier? Ich muss drauf gehen und dann runterfahren. Wie soll ich jetzt hier hochkommen? Das ist nicht realistisch. Wer exportiert jetzt hier unten? Okay, der wackelt ein bisschen. Der Wackelhahn. Ich kann nicht rein. Wie soll ich dorthin kommen? Was soll ich tun? Was soll ich tun? Ich kann's nicht. Ich bin ein Noob. Oh, das war auch glitchy. Drago macht Spiele kaputt. Ich geb's auf. Ich geb's echt auf. Das Spiel ist so broken. Ich kann nicht mehr weiter spielen. Ich kann nicht mehr weiter spielen. Das Spiel zerbricht bei mir drinnen. Ich will nur hier hoch. Strauß. Ich kann aber zu wenig fliegen.
Der ist sowieso auch broken. Der hat den Hals gebrochen. Bis ich ihn habe. Ich glitsch jetzt hier irgendwie rein. Bis ich sie habe. Mann. Ich muss mich, glaube ich, die andere Seite fallen lassen. Nein! Mann, wieso hast du jetzt gehüpft? Wieso hast du mich jetzt gebounced? Hm. Ich komme hier nicht rein. Ich mach's falsch. Oh, hier ist offen. Ja, hier wäre auch offen gewesen, aber ich bin nicht rein. Aha, hier ist eine Stange. Ne, da war doch irgendwie zu, oder? Ja gut, ich habe es einfach mit großen Türen gemacht und wollte da den nicht rein. Das ist der Grund. So, also wir haben es geschafft. War ein bisschen lustiger dafür. Also, und jetzt müssen wir schauen. Das nächste ist die Agotenburg. Die 6. Die 10, 11, 12, 13, 14. Machen wir die 6 und die 14. Jetzt kann ich mir das nicht mehr merken. Mann, mach doch nicht immer so. Wer hat das eigentlich so angeordnet? Mach das doch einfach von Süd nach Norden. Da. Auf dem Wasserturm östlich vom Ziegenturm. 6. Ja. Okay, dort. Und was haben wir noch gesagt? Die Reit? Nein. Ach, Mann. 9. 10, 11, 12, 13, 14. Die 14, nicht die 13. Im Kiosk im Norden des Parkes. What the fuck? Das habe ich doch 1000 Mal schon nachgeschaut. Wir waren doch 1000 Mal schon dort im Park und haben gesucht. Und haben geglitscht. Okay, wieso waren dort irgendwelche Meteoriteneinschläge, Feuer? Hä? Ja, schaut! Das sind einfach irgendwelche, ja, coole Sachen. Okay. Hey, hallo, wenn ich doch... Wenn das Spiel nicht mal mich einsteigen lässt in Autos, weil ich ganz genau daneben bin, dann ist das Spiel einfach broken. Auch wie die Texturen halt überall auftauchen. Ja gut. Das Spiel hat halt nicht so eine mega Engine. Kann mal passieren, aber trotzdem ist es halt broken. Ich mag gebrokene Spiele. Genauso wie meine Sprache. Mein deutsches Expertendeutsch. Auf höchstem Niveau. Ich mach doch gar nichts, Spiel. Lass mich in Ruhe. Ich will nicht die ganze Zeit laufen. Oder das irgendwo da oben. Was haben sie gesagt? Ich weiß nicht mal mehr, was ich geschrieben habe. Ich will nicht schon wieder lesen. Das ist langweilig. Ich will Spaß haben. Hinter dem Bild, oder? Nö. Ja, so kann man ja trotzdem noch suchen, wenn man es nicht mehr weiß, hä? Aber ich komme jetzt hier nicht gut hoch. What? Ich muss echt mehr mit der Ziege spielen. Es ist so schwer mit den anderen zu spielen. Hallo. Oh, die Paletten waren so schön aufgebaut. Und ich mache sie wieder kaputt. Ah, da! Man sieht sie kaum, aber man sieht sie trotzdem sehr, sehr schnell. Ich denke, das ist gut. So. Wunderbar, hätte ich niemals gefunden. Ich tue, ich schaue ja nicht um die Ecke, nur gerade aus. Er kann schon um die Ecke schauen, also man muss er schon ein bisschen mehr, sich mehr Mühe geben als ich. Ich wollte euch nicht langweilen. Das ist der Hauptgrund, oder? Es gibt keinen anderen Grund, oder? Es gibt nicht den Schwierigkeitsgrad und mehr Trago schafft das alles. Ja, tut mir leid, aber du nervst.
Und da oben hilft auch irgendwas. So, also wunderbar. Was ist denn hier schon wieder passiert? Wer macht das immer? Also hier drinnen habe ich so geschaut und ich habe es eingesammelt. Okay, wahrscheinlich. Die Statue ist die falsche. Hä? Die 6. Okay, auf einem Wasserturm. Hä, wieso habe ich dort eine Goat-Statue gefunden? Da ganz oben? Man geht schon so hoch, weit hoch oben auf einem Wasserturm. Oder schaut hoch wenigstens nicht. Also, die hätte man nie gefunden. Wir haben das Spiel ist doch so broken, also schwer zu steuern vor allem. Kann man nicht immer alles finden. Geh doch hier hoch. Nein, hier bin ich hoch. Ja, da hätten sie auch schreiben können über diesen Salat hier. Das ist das Schuh, über den Schuh hin. So. Hey, hallo. Ich will nur hier hoch. Ich will nur hier hoch. Ach komm schon. Nein. Ich will nur. Ah, die Giraffe schafft alles. Die Giraffe schafft alles, über das Gelände zu kommen zum Beispiel. Ja, den Kopf rein. Ich hoffe immer. Halt die Fresse. Weg da. Weg da mit dem Mektra. Platz da mit dem. Platz da. Ich bin mit der Steuerung echt überfordert. Bitte, liebe Entwickler, macht eine bessere Steuerung. Ich will wieder den Turtle. Hey, Turtle, hallo. Turtle, aber dieses Mal Donatello. So. Wer kommt hier hoch? Wer kommt hier hoch? Hä? Ist doch gar kein... Ist keine Matratze oder so da. Wer kommt denn hier hoch? Ja, genau. Mhm. Da ist irgendwas kaputtes. Explodiert. Da explodieren das. Okay. Jetzt hört doch auf mit diesen blöden Gummi- und Explosionssachen. Ach, hier ist doch ein bisschen besser weg. Wer nervt uns denn immer so? Okay, ich weiß, wie ich hochkomme. Okay, bounce zu wenig. Ach Mano, funktioniert denn auch irgendwas noch? Und ist das Spiel schon lange sehr broken und funktioniert nicht mehr? Ja, es ist halt eben lustig. Es ist vor allem für die Entwickler lustig, uns zu quälen. Muss alles lustig sein, dann muss alles so ein bisschen nervig. Nein, hey, ich rutsch doch nicht nach hinten, ich habe nach vorne gedrückt. Darf ich schon? Kein Problem, liebe Zuschauer. Ich bin ja Profi. Ich bin der Steuerungsprofi Nummer 1. Kennt ihr das? Ihr wollt das nicht sein, aber ihr seid es. Ey, das ist jetzt falsch, was hat. Ich muss unbedingt die Flügel haben. Nein! Oh Mann! Zeig mir doch die Flügel, hey! Ach komm, oh. Ich muss mehr mit den Flügeln und so machen, also. Reißt mir an, weil dann immer die Flügel wieder eingeklappt werden, obwohl man nicht will und so. Oder fliegen nicht eher so herum. Plötzlich wieder nicht und ja, aber ihr kennt das wahrscheinlich. Bei Spielen, die außer Band, Rand und Band kommen. Learning by doing. Man muss es einfach machen, bis man es schafft.
Ja, jetzt fliege ich wieder nicht. Die Giraffe schafft ja sowieso alles. Wehe, wenn du jetzt wegglitscht. Das ist die Banane. Geht doch, Mann. Man braucht nur Glück in diesem Spiel. Glück und Verstand. Beides habe ich nicht. So, also. Dann die 19, 20, 21, 22, 23, 24. 23, 24. Auf eine Böje im südöstlichen Meer. Wer findet das? Lasst euch 23 Mal vom Wal fressen? Wer macht das? Das schaffe ich nicht mal, bis die Zeit abgelaufen ist. Okay, dann weiß ich, was ich bis zum nächsten Mal mache. Ich lasse mich vom Wal fressen. Okay. Los! Wieso bin ich nicht mehr drin, Strauß? Der ist so cool und schnell. Und noch schneller. Und noch schneller. Ja. Und noch viel elegant. Oh, der Strauß ist einfach cool. Genauso cool wie Kugelrund am Vollen. Kann ich im Wasser doch mehr Speed aufbauen noch? Ja, vor allem kann ich fliegen, hä? Sehr gut fliegen. Wieso hat der vier Flügel? Oh, der kann sogar im Wasser. Kann sogar im Wasser hüpfen. Geil, dann können wir das trotzdem noch machen, hä? Wenn der so im Wasser fliegen kann. Aber schneller hopp. Das ist ein Schiff, wo ist die Boje? Im Südosten, das ist doch Südosten. Nein, nicht in der März, es ist nicht ganz im Südosten. Dort ist eine Boje. Werden wir nicht von Fisch gefressen oder so? Das ist doch keine Boje. Das ist ein Schwimmring. Ein Boot, Schwimmen, also Gummiboot. So, also 23 und 24 haben wir gesagt. Ja. Nicht dein Ernst, es ist da unten. Ich bin hier hochgekommen, weil ich dachte Südosten. Aber nein. Oh, ich war ja da mit der Giraffe noch. Ja, man muss immer alles nachschlagen. Doch langweilig. Die Uhr ist so geil. Ich will zur Uhr. Ah, das ist ein Ding, Fahrrad. Hab ich gerade eine Uhr vorher. So, Fahrradreifen. Wir hatten Reifen verloren. Wir hatten Reifen verloren. Also auf der Boje. Wer guckt da oben hoch? Nein, nicht ganz auf der Boje. Aber in der Boje sucht niemand. Oder vor der Boje. Alle. So, Mann, ich bin erschrocken. Und dann muss ich die ganze Zeit jetzt für euch die Gurgel anfassen. Okay, wenigstens haben wir hier. Wieso hast du so viele? Oh, Nemos. Wir haben, ist das Fisch? Free Willy gefressen. Nicht so gut. Ja, aber ich möchte trotzdem raus. Das ist wirklich nervig, liebe Entwickler. Macht sie einfach nicht so nervig, die Sachen. Und dann ist das Spiel auch super. Dann habe ich auch nichts dagegen, dass ich jetzt wieder genervt bin. Und die Flügel helfen wirklich unglaublich gut. Und das muss ich jetzt 23 Mal machen. Oh. Und 1000 Mal auf den Geldautomaten klicken, hat man ja auch immer gemessen. Okay, das war wieder ein Glitch. Oh, geil. Das sind Skills. Das sind Steuerungskills von mir. Boing. Ja, Dankeschön fürs Zusehen. Ich mache das jetzt noch. Geht jetzt aufs Trampolin, das ist ein bisschen besser wahrscheinlich. Und top. Geil. Nö, man schafft es gar nicht. Ich habe doch dreimal geklickt. Vielleicht hier besser? Ich weiß gar nicht, was die anderen machen. Okay. Geht schneller. Also, Dankeschön fürs Zusehen. Tschüss.